Ja, und herzlich willkommen alle wieder mal zum Fun Cup, der optimale, ja, und wie man sieht, ich habe mal noch ein neues, schönes Logo gefunden für die ganze Aktion, denn eigentlich müsste hier Be Love of M stehen, aber naja, jeder, der es sieht, kann ja auch sagen, I love of M. Ja, und von daher gesehen jetzt endlich auch wieder mal Videos, nachdem es jetzt längere Zeit nicht so funktioniert hat, denn ich hatte einen Umzug, der ist jetzt abgeschlossen. Und damit sollte es jetzt wieder relativ funktionieren, mit den Videos hier zu machen. Vielleicht nicht jeden Spieltag, aber schon, dass ihr informiert seid, auch über das Gewinnspiel. Aber dazu dann mehr. Jetzt würde ich sagen, stelle ich erstmal die Gruppen vor und deswegen kommt das jetzt hier schon reingeflogen. Ja, denn wir haben auch wieder ein paar Newcomer dabei. Fangen wir doch einfach mit Gruppe A an. Ja, Blinzen Hamburg. Alles Altbekannte soweit, FSV Germania Fulda, SV Falkenhain, Chemischer FC Halle, auch ein schöner Name. Newcomer, auch da herzlich willkommen. Mal wieder ein Pole, da wird uns unser Chesimbi sich aber freuen. Verstärkung, Verstärkung, sage ich da nur. Und die Apachen ganz hinten in dieser Gruppe momentan, aber wer sie kennt, der weiß, Apachen, die haben immer noch ein Pfeil im Köcher, die kommen wieder nach vorn. So, Gruppe B, da ist TSV Westernhof im Moment auf 1, dahinter Tesch, dann Fockenhusen und dann ein Newcomer Eintracht Betterblocker BS. Auch ein schöner Name. Betterblocker, wie kommt man auf sowas? Gott, verdammt. Ja, das ein Däne, auch wieder ein bisschen multinationaler dieses Ganze geworden, aber der Däne kommt aus Braunschweig. Okay, ein dänischer Braunschweiger. So, dann Borussia Waldhof 2011, auch ein Newcomer, diesmal aber wieder ein Deutscher, auch schon eine Weile dabei und ja, im Moment sieht's für beide nicht so gut aus mit 0 Punkten, sind doch etwas unter die Räder gekommen, aber ein paar Tage sind ja noch, da kann sich noch was drehen. So, Gruppe C, Flensburger Junge, auch ein schöner Name, wie ich finde. Und auch wieder ein Deutscher. Und herzlich willkommen auch diesen Newcomer. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass du auch jetzt öfters dabei sind. Bist. Im Moment sieht es ja doch sehr gut aus mit 6 Punkten auf Platz 1. Warum nicht? Hinter der nächste Newcomer, Fortuna Ratingen. Ja, scheint wohl auch einen echten da zu geben, wenn ich das Bild sehe. Naja, mal sehen. Auch noch nicht lang dabei, aber vielleicht bei uns dann länger dabei. Im Moment sieht es ja doch recht gut aus in der Gruppe. Grün-Weiß-Klaffenbach. Und das ist ein Südafrikaner. Ja, herrlich. Das ist doch was für unseren Statistiker FC Heitzing. Da bin ich dann mal gespannt über die multinationale Statistikauswertung hier. Ja, Fußballclub Cologne, das ist ein Bekannter. Jawohl. Und CD Running. Ein Serbe. Oha. Interessant. Ja. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also das ist so die Newcomer-Gruppe, bis auf einen Altbekannten, der sich hier nicht gerade so prickelnd schlägt im Moment. Ja, darf man gespannt sein. Ja, dann kommt die Gruppe D. Vielleicht eine der sogenannten Todesgruppen diesmal. Angeführt von Borussia Bergstedt. Eine altbekannte und mehrfache Siegerin dieses Fun Cups. Im Moment hält sie mir den Platz auf dem Sonnenthron warm. Auf dem ersten Platz der ewigen Liste. Aber ich werde dann noch in den Club Talk reinschreiben, dass du mein Finalgegner bist. Also, ne? Mach dich auf was gefasst, bis ins Finale kommst du. Einen Vizetitel gebe ich dir nochmal, aber dann ist Feierabend. So, dahinter die Krauts. Auch noch gut dabei. Dann wird's schon etwas schwächer mit FC Heldhauen, Traumtänzer und I oder L. Füchse, man weiß es immer nicht ganz genau. Auch alles gute alte Bekannte. Ahaus, OIF, ja, auch ein Bekannter, glaube ich. Dene, ich glaube, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es nicht so im Kopf. Ich bin jetzt nicht der Statistiker hier. Das ist unser guter Veranstalter, der Möb 112. Deshalb kann er mich gerne korrigieren, wenn das jetzt falsch ist. Ob das ein Newcomer ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber wenn, dann herzlich willkommen und ansonsten sorry, dass ich deinen Namen nicht gleich gemerkt habe. Ja,
Essen FC Button 0, knapp 0-4. Was habe ich denn mit Button? Egal. Dahinter punktgleich mit Viola Wien, auch eine altbekannte und eine, die es schon mal erlebt hat, wie es ist, in der 93. Minute ja, das Tor zu kassieren. Dann Dynamo Ganjaman und FC Schalke 1977. Somit kommen wir zu Gruppe F. Ja, da sieht es ähnlich aus wie bei Gruppe E. Vorne führt SV Bremen 13 mit 6 Punkten. Dahinter dann 1. FC Cem, punktgleich mit FC Bottrop Eigen 1981. Auch da verspricht es Spannung zu werden. Und dann AC Angels. Wieder ein Newcomer und diesmal aus der Niederlande. Ja, darf man auch gespannt sein, einer, der schon ein bisschen länger dabei ist. Und herzlich willkommen und mal sehen, ob du es schaffst, hier weiterzukommen. Im Moment hast du noch alle Chancen. FC Pelztiere L bis O. Ja Gott, werden nur die Tiere gejagt oder die Pelze verkauft, die im Bereich L von O sind? Der arme Löwe. Ja, das ist ein Schotte. Da wird es auch wieder ein bisschen multinationaler. Ich mag dieses Wort im Moment gerade. Ja, und auch hier schon etwas länger dabei. Erfahrung ist also im Spiel, aber leider, ja, sieht es hier mit 0 Punkten im Moment nicht so gut aus. Deshalb, da kann noch was kommen. Ja, kommen wir zur Gruppe G, wie sich's gehört, wie angekündigt. Ja, 1. FC Aprisos von mit 5 zu 0 Toren, 9 Punkte. Klar und deutlich zeigt sich hier der Favorit in diesem Fun Cup Auflage. Alle anderen haben ja noch nicht wirklich Flagge bekannt, ob sie das Ganze hier gewinnen wollen. Deshalb danke ich für diese Verneigung. Und ja, wer jetzt keine Tipps auf mich abgibt als Gewinner, ja, den kann ich nicht mehr helfen. Tut mir leid. Ne? In dem Sinne, weiter. FC Schappschuss reiht sich dahinter ein mit 6 Punkten und dann schon ein bisschen Abstand. 21 Centurion Schizoid Soccers. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Deutscher aus der Landesklasse. Auch hier wird es wieder hochklassisch. Wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile dabei, ja. Und herzlich willkommen und ich hoffe, du bleibst uns länger erhalten hier. 1. FC Kaiserslautern 1911. Ein Kamerunaner. Ja, da wird sich unser Heising freuen. Der ist doch auch so ein Kamerunaner. Ja, auch der hier wieder ein bisschen länger dabei, Erfahrung im Spiel, aber leider ein Punkt nur im Moment hat zu tun, da weiterzukommen. Und Rocky 41, ja, letzter Platz mit 0 Punkten, geht da noch was? Man darf gespannt sein. Ja, Gruppe H, 1. FC Weinberg auf Platz 1 mit 6 Punkten, dahinter NV Frei Leising oder Lassing, Lassing hier, oder? Ja, noch relativ neu ist sein erster Fun Cup und ja, sieht doch soweit ganz gut aus. Herzlich willkommen fürs Mitspielen und wenn du hier Chesney rausgehst aus der ganzen Sache und ein Heising auch, dann hast du von mir einen ganz, ganz dicken Daumen. Also dann tippe ich auf dich in den nächsten Spielen. Gar kein Problem. Ich mag das, wenn man die anderen beiden ein bisschen ärgert. Vor allem, wenn man sieht, ich auf Platz 1 und die beiden müssen drum kämpfen, denn hinter Chesney ist auch noch der gute FC Heising mit 3 Punkten und FC Petropolis ganz hinten dran mit 0 Punkten. Das wird schwierig, würde ich mal so behaupten. Ja, dann kommen wir noch mal kurz hier hoch. Man sieht auch hier, einige haben schon mal gegeneinander gespielt. Für andere, dadurch, dass wir viele Newcomer haben, ist das halt ein ja, neue Partien, die es so noch nicht gab. Aber zum Beispiel Bergstedt gegen Heldhorn, wie sieht's da aus? Wer hat da die besseren Chancen? Wohl eher knapperes und man darf sagen, dass hier Bergstedt wahrscheinlich bei einer der wenigen Gegnern eine negative Bilanz hat. Also hier einmal unentschieden, einmal verloren, das sogar auswärts. Also, naja, man darf gespannt sein. In dem Sinne, ich gebe jetzt noch meine Tipps ab. Und das Gewinnspiel kommt dann hoffentlich morgen mit rein hier, dass ihr das dann morgen mitzählt. Ich selber habe jetzt auch keine Informationen gerade momentan drüber, wie da der Stand der Dinge ist. Ich hoffe natürlich, das kommt dann morgen hier alles mit rein und natürlich auch Verstärkung, vielleicht mit FC Heizing oder Chesemi oder natürlich an die vielen, vielen Newcomer hier.
Wenn ihr mal mittendrin sein wollt, statt nur dabei, dann schickt mir eine PN, dann quatschen wir mal und dann kriegen wir das hin, dass ihr hier auch mal bei der Aufnahme dabei seid und auch mal euren Senf zum Spielgeschehen abgeben dürft, beziehungsweise könnt, wollt, sollt. Und natürlich dann auch morgen hoffentlich dann wieder die Spielberichte im Stil von den Kommentatoren halt, wie wir es die letzten Male hatten. Ja, ansonsten, was kann man sonst noch sagen? Ja, also wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt in diesem Video-Talk-Bericht über den Fun Cup, meldet euch ruhig bei mir per PN und dann quatschen wir das ab und sehen weiter. So. Gucken wir noch mal in die ganze ja, Vergangenheit. Weinberg hat zuletzt gewonnen, dann Voggenhausen, dann Knappen und Heitzing. Das ist auch schon 4 Saisons her, wo da mal der Sieg da war. Also, ja, ich weiß, meiner ist schon noch länger her. Ja, okay. Deswegen gehen wir mal auf die ewige Tabelle, um da einmal zu schauen. Da bin ich jetzt wieder mal auf Platz 2 gerutscht. Platz 1 werde ich diese Saison selbst mit dem Sieg nicht schaffen. Dazu werden hier zu viele Punkte Abstand sein. Aber ich komme ran. Ich komme ran. Der Platz, der ist nur gesäubert für mich. Der war halt mal abgenutzt, mal dreckig. Da will ich aber wieder hin. Und dann wieder möglichst die 20 Saisons knacken auf Platz 1. Also keine Sorge. Ja, wie sieht es in der 5-Jahreswertung aus? Wenn ihr nur die letzten 5 Jahre gezählt, da ist Voggenhausen. Focke-Husen noch vorne, ja, mit genau 100 Punkten im Moment. Und ja, da bin ich denn da. 26. Platz. Eieiei. Muss mal wieder was kommen. 10-Jahreswertung sieht dafür anders aus. 21. Platz, auch nicht schlecht. Ja, vorne sind die gleichen vorne geblieben. Und ich glaube, soweit alles ganz gut. Ja, was kann man sonst noch sagen? Statistiken. Ja, Torschützenliste, die ist vielleicht noch interessant. Da ist NV Freilassing vorne mit ganzen 6 Toren für den Mittelstürmer. Sogar noch 7er Stärke, aber hat schon mehr Tore geschossen als ein 16er Stärke von Voggenhausen. Das nenne ich mal ein Talent. Also, Daumen hoch dafür. Ja, Zweikämpfe. Wer hat hier die besten Verteidigungen? Dauert's? Habt ihr die Nadel gehört? So, da ist es. Ja, Fußball Cologne hat hier den besten Torwart als Abwehr. Alles gut durchgemischt. Ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns mal auf morgen, wenn es wieder heißt, OFM Fun Cup der Optimale. Und dann hoffe ich mal mit einem Co-Moderator und dann auch wieder mit, wie gehabt, Spielberichten. Und in dem Sinne, möge der bessere Vizemeister dieses Fun Cups dieser Auflage werden. Denn, hey, ich werd Meister!